Willkommen zu diesem Video. Hannes Knechtges von Werde Musiker hier. Willkommen zu Corona für Fortgeschrittene. Ja, es ist immer noch Corona-Time und sie wird insbesondere uns Musiker wahrscheinlich noch eine ganze Weile begleiten. Ich weiß nicht, wann Konzerte oder Festivals überhaupt wieder stattfinden können. Aber bis dahin vertreiben wir uns die Zeit und haben eine gute Laune mit unserer geliebten Gitarre. Und in diesem Video möchte ich dir ein paar coole Tipps für Fortgeschrittene mit auf den Weg geben, wenn es darum geht, deine Tonleitern und überhaupt deine Fingerfertigkeiten auf ein neues Level zu heben. Denn viele Beginner spielen eine Tonleiter gerne so. Und ich weiß nicht was. Und da gibt es natürlich ein paar Methoden, um zum einen das Ganze ein bisschen interessanter zu gestalten fürs Ohr, aber auch natürlich für die Finger. Für alle Leute, die jetzt sagen, ich habe das noch nie gemacht, macht einfach mal mit, checkt es aus. Vielleicht brecht ihr euch die Finger, vielleicht auch nicht. Und für alle Fortgeschrittenen da draußen, das ist jetzt genau das, was du brauchst, um deine Tonleitern endlich mal auf Vordermann zu bringen. Also, wir starten hier mit einer G-Dur Tonleiter. Ich möchte aber, bevor wir loslegen, dir noch kurz einen Hinweis geben. In der Videobeschreibung findest du meinen kostenlosen Crashkurs für Anfänger. Falls das für dich jetzt hier too much sein sollte, ist das genau der richtige heiße Scheiß für dich. Also check das auf jeden Fall mal aus. Und jetzt starten wir. Wir legen los mit der G-Dur Tonleiter. Habe ich in einem weiteren Video in dieser Serie auch schon im Detail gezeigt. Ich zeige sie aber nochmal hier schnell. Also dritter Bund, fünfter Bund auf der E-Seite, dann 2, 3, 5 auf der A-Seite, 2, 4, 5 auf der D-Seite, 2, 4, 5 auf der G-Seite, 3 und 5 auf der H-Seite und 2 und 3 auf der E-Seite. So, das jetzt so hoch runter zu spielen, ist halt auf Dauer relativ langweilig. Dann kannst du sagen, ich kann das auch zurückspielen. Das ist auch super, wenn du das schon kannst. Bitte auch erstmal nur mit Abschlägen spielen, der Einfachheit halber. Wir machen das Ganze jetzt aber ein bisschen komplexer. Es war der gleiche Tonumfang, es waren die gleichen Töne, nur in einer anderen Reihenfolge. Klingt direkt viel interessanter, oder? Wir starten auch im dritten Bund auf der E-Seite mit dem Mittelfinger, gehen dann aber nicht auf den nächsten Ton hier im fünften Bund, sondern wir gehen zum eigentlichen dritten Ton der Tonleiter. Der liegt hier im zweiten Bund auf der A-Seite. Erinnerst du dich noch? Ja, also erster Ton und dann der dritte Ton der Tonleiter. Und so geht das Spiel jetzt immer weiter. Also wir starten auf dem ersten Ton der Tonleiter und spielen dann den dritten. Dann gehen wir auf den eigentlich zweiten Ton der Tonleiter. Wo war der nochmal? Ja, im fünften Bund auf der E-Seite mit dem kleinen Finger. Und gehen dann auf den vierten Ton der Tonleiter, der im dritten Bund auf der A-Seite war. Also, das Prinzip muss ich jetzt erstmal setzen. Ich weiß, das kann jetzt sein, dass du sagst, hä? Deswegen kümmern wir uns jetzt erstmal um diese ersten Töne. Dritter Bund E-Seite, zweiter Bund A-Seite, fünfter Bund E-Seite, dritter Bund A-Seite. Und das wiederholst du jetzt erstmal. Alles mit Abschlägen, bitte. Klar, erster Ton, dritter Ton, zweiter Ton, vierter Ton. Wie ging es denn dann weiter? Genau, dritter Ton und dann der fünfte Ton der Tonleiter. Und so weiter und so fort. Dann der vierte Ton und dann der sechste Ton der Tonleiter, dann der fünfte Ton. Wir springen direkt zum siebten Ton, dann zum sechsten Ton. Wir überspringen den siebten, gehen direkt zum achten Ton. Siebter Ton, dann hier der neunte Ton. Und zum achten zurück. Bis dahin wäre das nämlich dann dritter Bund, zweiter Bund, 5, 3, 2, 5, 3, 2,
5. Jetzt wird's fies. 4, 2, 5, 4, 2, 5. Nochmal bis dahin. Seite, dritter Bund A-Seite, zweiter Bund, 5, 3, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, nochmal, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 4, 2, 5. Und das Spiel können wir natürlich dann ab hier weiterführen. Wir sind jetzt hier einmal von G zu G gewandert. Und das machen wir jetzt hier weiter. Spielen. Also 5. Bund D-Seite und dann 4. Bund G-Seite, 2. Bund, 5. Bund, 4. Bund und dann 3. Bund H-Seite und dann 5. Bund G-Seite und 5. Bund H-Seite. Hier musst du so einen lustigen Roller vom 5. Bund G-Seite zum 5. Bund H-Seite machen. Dann 3. Bund H-Seite, 2. Bund E-Seite, 5. Bund H-Seite, 3. Bund E-Seite, 2, 5, 3. Das war die 2. Oktave von G zu G. Nochmal ab dem 5. Bund D-Seite. 5, 4 auf der G-Seite, 2, 5, 4, dann auf den 3. Bund H-Seite, jetzt 5. Bund G-Seite und 5. Bund H-Seite, 3. Bund H-Seite, 2. Bund E-Seite, 5. Bund H-Seite, 3. Bund E-Seite, 2, 5, 3. Und nochmal. 5, 4, 2, 5, 4, 3, 5, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 3. Von ganz vorne. 3, 2, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 5. Schönstes G-Dur und so natürlich eine etwas andere technische Herausforderung und es klingt auch einfach spannender. Das Ganze kann man natürlich auch noch rückwärts machen, an dieser Stelle aber bitte nicht übertreiben. Wenn du Bock auf mehr solche Sachen hast, lass mich das gerne in den Kommentaren wissen. Das sind so fortgeschrittene Sachen, die ich persönlich immer vielen Leuten, die gerade mit dem Solospiel anfangen, gerne mit auf den Weg gebe, um überhaupt erstmal ein bisschen Technik zu entwickeln. Es gibt hier natürlich auch viele Sachen zu beachten, auf die ich dann aber zum Beispiel auch in meinem Premium-Kurs Soli und Profitechniken eingehe, den du verlinkt in der Videobeschreibung findest. So Leute, was bleibt mir zu sagen, außer bleibt gesund in Corona und vertreibt euch die Zeit mit solchen Sachen. Kommentiert auch sehr gerne. Ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar. Ich hoffe, ich konnte euch hier mit diesem Video helfen und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.